Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3. Wir sind jetzt hier in den Menüs. Ich wollte mal gemeinsam mit euch hier reinschauen. Meine aktuellen Autos sind tatsächlich der Ford und der BMW. Weil einige oder ein, zwei Leute haben geschrieben: Ey, du hast doch trotzdem den M5 bei der letzten Auswahl des Roulettes. Ihr wisst schon, was ich meine. Nein, ich habe tatsächlich nur das Geld bekommen. Dann kann man hier upgraden. Gucken wir mal da rein. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Individuelle Upgrades ermöglichen jetzt hier. Okay, das ist interessant. Wenn du am Motor rumdoktern willst, bist du hier goldrichtig. Bodykits zum Nachrüsten? Heutzutage muss immer alles breiter und tiefer gelegt sein. Gesamtkosten. Ach so, das ist jetzt nur ein Korb. Wirf alle gewünschten Teile in den Korb und ich gebe dir einen Bericht über die zu erwartende Leistung. Sobald du zufrieden bist, berechnen wir den Preis. Ja. Lass dir ruhig Zeit damit. Mir Ja, macht das echt mach mal, mach Spaß. mal. Ich will nicht mal was checken hier. Okay. Yo, ich hab's verstanden. Okay. Das kommt aufs Gleiche hinaus, denn ich habe manchmal den Eindruck, dass in früheren Spielen oder früheren Rennspielen irgendwelche, ich weiß nicht mehr welches das war, dass wenn man erst eins, dann das andere gekauft hat, dass man am Ende mehr rausbekommen hat, aber man kann ja einfach direkt sich das Beste rauskaufen vor allen Dingen. Jo, gut Deutsch. Ja, Leute, auf jeden Fall möchte ich mich auch mal bedanken für euren Support bei den Videos, bei den beiden Videos zu Forza. Also zumindest an die Leute, die das auch gemacht haben und nicht nur geguckt haben, sondern auch geliked haben, ja, weil sie mehr sehen wollen von Forza. Und das auch gerne weitermachen, wenn ihr weitere Videos zu Forza sehen möchtet. Wäre auf jeden Fall korrekt von euch, danke dafür. Und ja, komm, wir ballern das einfach mal hoch. Wir haben so viel Cash gemacht, schon, dass es auf jeden Fall reicht, dass wir da ein bisschen was hantieren können, ein bisschen reinbasteln können. Klatschen wir das mal einfach da rein hier. Oh, obwohl da ändert sich ja gar nichts so wirklich. So, zack. Auch das klatschen wir mal rein. 30.000, die sind auf jeden Fall drinne. Handling geht eins runter. Handling geht eins runter. Das ist natürlich jetzt. Nee, mache ich nicht. Nee, Handling ist eh so unten schon. Im Vergleich zu den anderen Sachen. Machen wir das einfach so, oder? Motor, dann haben wir Hier hier. können wir das Handling anpassen und verbessern. Ich klatsche jetzt einfach alles rein, Leute, okay? Seid ihr bereit dazu? Ich mache jetzt einfach meinen geilen X6 zu einem absoluten Überbeast. So mache ich es einfach, weil er es verdient hat, der Kleine. Das lassen wir auch. Gewichtsreduzierung, da sind wir auf jeden Fall am Start. S1 dann schon in die Kategorie. Wir sind bei 43.000. Passt Bist du schon. mit deinem Antrieb unzufrieden? Wir könnten ihn hier für dich wechseln. Quatsch mich auch bei jeder Scheiße, quatsche mich erstmal 5 Minuten zu, ne? Gefühlt. Ich baller jetzt hier einfach alles rein, dann ist gut. Das lassen wir erstmal reifen. Falls dein Auto neue Schlappen braucht, können wir uns hier darum kümmern. Neue Schlappen braucht? Felgen. Haha. Jetzt wird's interessant auch. Jetzt brauche ich welche, die richtig krass pornös aussehen. Dann die auch in matt schwarz machen. Ach, schön, das wurde mir auch geschrieben. Ja, das ist doch gar nicht schwarz matt. Was ist es sonst für eine Farbe, Mensch? Okay, Entschuldigung, die Bremsklötze sind auch nicht rot, die sind weinrot. Babyblau ist es, ein Unterschied zu normalem Blau. Und
Dunkles Blau ist auch nicht dunkles Blau, sondern Marineblau. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Es tut mir leid. Es tut mir leid, du hast recht. Es ist nicht schwarz-matt. Es ist was anderes. Es ist was anderes. Guck mal. Ach, welche nehmen wir denn? Welche nehmen wir denn von der Form? Ich kann mich nicht entscheiden, ey. Es ist so schwer, Leute. Es ist so schwer, sich zu entscheiden, ey. Die sehen doch ganz nice aus. Die hier? Oder? So einen auf dezent machen. Einen auf. Ich bin zwar rich, aber nicht so krass. Also, ich bin zwar rich, aber ich muss es nicht zeigen so heftig. Können wir machen, ne? Die wären auch ganz geil. In Schwarz. Ich glaube, ich nehme die jetzt hier einfach. So, bevor das jetzt noch ewig dauert. Ich will euch aber nicht die ganze Zeit langweilen. Felgengröße. Ist jetzt nicht so vom Vorteil, aber scheiß drauf, oder? Ihr seht schon, die Statistiken gehen schon ein bisschen runter, aber scheißegal. Was haben wir denn hier Und noch? hier kümmern wir uns um die Karosserie. Okay. Nee, muss nicht so sein. Ach du Scheiße, sieht das kacke aus. So. Dann haben wir noch Umbauten, Hier kümmern wir uns um die Motorwechsel. schweren Sachen, Motorentausch und Twin Turbos und so. Auch das nicht. So, alles klar. Let's go, würde ich sagen. Einbauen. Oh, also von 2351 Kilo auf 1742. Alleine das ist schon krass, wa? Und dann die KW-Leistung. Hey, heftig, heftig. Kaufen wir die Scheiße. Oh, Leute. Alles klar, wir haben jetzt schon fast 10 Minuten, aber dann habt ihr auch mal ein bisschen was gesehen vom Tuning. Das haben sich auch einige gewünscht. Dann gucken wir mal, was haben wir denn noch? Tuning an sich. Was ist das jetzt hier? Willkommen im Tuning. Okay. Ach, das ist sowas. Ja, da kenne ich mich nicht aus. Habe ich auch keine Lust, mich da rein zu fummeln erstmal. Ich Autohupen. habe eine Lieferung Spezialhupen erhalten. Du willst bestimmt eine davon. Na los, na los. Scheiße. La Cucaracha haben wir. Halt dein Maul. Halo-Titelmusik. Müssen wir auch nichts zu sagen, denn es gibt hier im Forza so, tatsächlich sogar den Warthog, was ein absolutes Biest ist, einfach. So vom Außen her und so mit dem Warthog durch Forza fahren. Wie geil ist das denn? Und wer jetzt sich fragt, Warthog? Was meint er mit Warthog? Der hat einfach keine Ahnung. Ach du Scheiße, wie geht der Wagen ab? Ach du Scheiße, was ist das für ein Biest? Oh. Ihr gönnt mir schon wieder nicht. Schon wieder kommen sie und wollen mich wegbumsen erstmal, weißt du? Oh mein Gott, wie geht der Wagen ab? Scheiße, okay. So, was ich auch Leute gewünscht haben, dass ich mal die Maps. Ach du Kacke, ist das riesig. Oh shit. Ja, ihr seht hier mal die Map. Riesig. Hier Stadtgebiet erstmal. Ein bisschen ländlicher. Wo ein bisschen was bäuerliches bäuerliche Anbauten sind. Dann hier in den Rockies. So quasi. So Steinlandschaften. Sehr, sehr geil. Dschungelmäßige Abschnitte hier. Strandmäßige Abschnitte hier. Alter, die Karte ist echt sauriesig. Oder? Also habt ihr das jetzt auch mal gesehen? Hier Rainforest sogar.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, habt ihr das auch mal gesehen? Haben sich auch welche gewünscht, wie gesagt. Jetzt können wir sogar vielleicht das auch mit dem Auto schaffen. Aber das werde ich jetzt nicht nochmal versuchen, sondern wir gehen jetzt zu der nächsten Strecke, damit wir auch noch ein bisschen Fahr-Action sehen. Oh, Scheiße, Leute. Was sind, wie viel kW hatten wir jetzt? 640. Was ist das nochmal in PS? Ich weiß nicht. Meine Karre hatte irgendwie 800 kW oder so. Und das waren irgendwie, wie viel PS? Nein, Spaß, natürlich ist es nicht der Fall. Weil ich glaube, dann wäre ich nicht mehr am Leben. Hätte ich mich schon längst totgefahren mit 800 kW. Und darauf habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich hätte da jetzt nicht so Lust drauf. Also die Karre, was soll man dazu noch sagen, Leute? Das ist... Querfeldeinveranstaltungen bieten weite offene Strecken auf unterschiedlichem Terrain. Wie eine Besichtigungstour, nur Terrain. schneller. Viel, viel Terrain. schneller. Die Karre ist ein Biest. Die Karre ist ein Monster. Ist ein Monster jetzt. Ist jetzt nur die Frage, ob Mr. Swordman, das bin ich übrigens, dieses Monster bändigen kann. Ich habe da nicht so die Hoffnung. Ja, die Felgen, ich weiß es nicht. Vielleicht doch eher was mit dickeren Speichen, Leute. Was meint ihr? Es haben ja so viele geschrieben, dass deren Eltern einen X5 fahren, X6 fahren, den Lamborghini Urus und so weiter. Es stimmt natürlich, es wird wahrscheinlich natürlich auch alles stimmen. Deswegen schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie das bei euch so ist. Was haben eure Eltern für Felgen drauf? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Ja, tut mir leid. Aber wo? Ah, den hier. Passt. Ich muss mich erstmal an die neuen PS gewöhnen, ey. Oh fuck, ich bin so schnell unterwegs. Nein! Ah, Mann, ey, da muss ich auch mal zurückspulen. Ich komme gerade nicht klar auf den Wagen, Leute, ehrlich gesagt. Der ist mir zu heftig. Ich komme nicht klar gerade. Ich komme einfach nicht klar. Der ist zu heftig unterwegs, Leute. Und ich bin auch eigentlich nicht so der Fan von dieser Kameraperspektive. Allerdings. Oh! Und wieder zurückschwulen. Allerdings bei diesen Querfeldein-Rennen-Varianten, wenn du da natürlich eine andere nimmst, hast du noch so wenig Übersicht. Hey Leute. Ich habe eigentlich keine Lust, an jeder Scheiß-Ecke zurückzuspulen, aber wenn ich die ganze Zeit so heftig verkacke, was soll ich dann machen, ey?
Ja, egal. Scheiß drauf, zweiter Platz ist auch in Ordnung. Eigentlich will ich diese Rückspulfunktion nicht so oft nutzen, nur im allerkrassesten Notfall, Leute. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist noch so das Verlangen von mir, oldschool-mäßig zu fahren. Von überall her kommen die Menschen angeströmt, um am Horizon teilzunehmen. Wir haben sogar Gäste aus Übersee. Cool, Alter. Unser Festival ist ja denn voll am Start. Das hat ja richtig Swag. Bestimmt. Du musst ein zweites Festivalgelände aussuchen. Ich habe da schon ein paar Kandidaten markiert. Auf jeden Fall das Outback. Surfers Paradise. Wolkenkratzer und Rennen in engen Straßen und Gassen. Die Wellen sind offenbar auch ganz ansehnlich. Oder das Outback. Roter Sand, blauer Himmel, perfektes Offroad-Gelände und Schlangen, die dich umbringen, wenn du für einen kurzen Moment abbremst. Nehmen wir das Outback. Sieh dir doch mal die neue Festival-Location an. Aber keine Eile. Das ist Australien. Das Outback geht so schnell nirgendwo hin. Community-Aufstellung. 23% wählten auch nur das Outback. Und der Rest? Wirklich die City? Ich weiß nicht, Alter. Es haben so viele Rennspiele das statt als... Bevor du zurück zum Festival bei Byron Bay fährst, Szenario. Auf der Automesse wartet eine kleine Überraschung auf dich. Treue Belohnung. Das heißt, Treue Belohnung auf ihrem Festival verfügbar. Das hier, muss ich da erstmal dann hin, oder wie? Was will die von mir, die Alte? Anna, erzähl mal. Ich weiß ja, also wie gesagt, Stadt hat ja jedes Rennspiel quasi. Und Outback eben nicht. Dementsprechend nehme ich natürlich erstmal das Szenario, weil mir das irgendwie besser gefällt. Okay, ich hätte gedacht, man könnte hier durchbrettern. Aber dann tut's mir leid. Dass das natürlich so stabil ist, die Sachen. Links abbiegen. Das wusste ich nicht. Rechts halten. Rechts halten. Sie haben ihr Ziel erreicht. Oh. Oh, nice. Oh, nice, sehr nice. Auch sehr nice. Ja, auch okay. BMW ist auch okay, aber wir haben ja schon einen. Dann schauen wir mal. Als Dank für Ihre Leistung in vorherigen Spielen haben wir ein paar Wagen in Ihre Werkstatt liefern lassen. All diese Autos gehören jetzt Ihnen. Wählen Sie einfach eins aus, mit dem Sie eine Runde drehen wollen. Ach, die gehören mir allesamt. Alter, was ist das denn? Local Motors. Was ist das denn, du? Ach, guck mal hier, Forza Belohnungsstufe 2, 3, 4. Forza Horizon 2 gespielt, Forza Motorsport 6 gespielt. Ich habe auch den fünften Teil gespielt. Aber egal. Das sieht ja richtig nice aus, irgendwie. Cool. Das ist schön. Das ist sehr schön. Sehr schön. Oh, ist das jetzt schwarz-matt oder ist das eher was anderes? Also nicht schwarz, sondern irgendwas anderes. So, weiß ich schon, was ich meine, oder? Nice. Testen wir den Wagen mal. Ein neues Festivalgelände wird Ihnen mehr Fans einbringen. Ich lege eine Route zum neuen Standort fest. Bei nächster Gelegenheit wenden. Jo, alles klar. Ja, oh Mann, wir sind ja schon wieder bei 20 Minuten, aber wir haben eigentlich im Prinzip fast gar nichts erreicht.
Aber es wollen einiges Tuning sehen, es wollen noch einige. Die Map und so weiter sehen. Alter, warum lädt denn das manchmal so heftig lange? Audi R8 V10 Plus. Oh, krasses Ding, oder? Da ist doch der M5 wieder. Krasses Ding, ey. Oh, es ist nice, wie man hier so rumgehen kann und sich die Autos nochmal reinziehen kann und so. Geil. Am liebsten würde ich den auch direkt upgraden, komplett. Sollen wir das machen? Soll ich es machen einfach mal? Was wir da rausholen können aus der Kiste? Komm, ich mach's einfach, weil ich zu viel Geld habe. Weil ich einfach zu viel Geld habe. So. Weil wenn wir schon ansonsten nicht so viel erreicht haben, dann können wir einfach nochmal eine Karre richtig fett auftunen. Dann gibt's eben eine Tuning-Folge hier, Mensch. Da richtig Schrauber-Action. Mit geilen Weibern, die sich über die Motorhaube legen und bereit sind, geballert zu werden vom eisernen Spaß, Mann. Viel Quatsch kann man eigentlich reden. Ich weiß es manchmal selber nicht, ehrlich gesagt, Leute. Ich frage es mich immer wieder selbst, aber zieht euch mal die Wertung rein hier. Die ballern gerade richtig ordentlich nach oben. Das kostet das bisschen mittlerweile 41.000, geht in Ordnung. Ja, sind wir dabei, sind wir dabei. Sind wir doch dabei, ist ja gar kein Problem hier. Wenn man rich ist, ist man nun mal rich. Und das sind wir im Spiel. Durch diese komische Variante des Spiels, wo ich ja dann immer doppelte abkassieren kann, haben sie mir tatsächlich bei Microsoft eine gute Version gegeben und nicht eine Standardversion. Wow, ich bin sehr begeistert. Was haben wir denn hier, ey? Ja, sieht natürlich ganz geil aus. Er passt schon. Aber ich nehme trotzdem den. Okay. Haben wir uns das einfach mal gegönnt. Warum nicht, Leute? Warum nicht? Ich glaube, der Audi R8 ist schon eine geile Maschine. So. Und jetzt gehen wir mal raus. Und fahren das Ding, das geile Ding hier. Wir sind auch schon wieder weit über 20 Minuten. Alles klar, Anna, du hast nicht ganz verstanden, was ich will von dir. Deswegen markiere ich das einfach mal selber. Route zum nächsten Festivalstandort wird festgelegt. In 200 Metern rechts halten. Fähigkeitenpunkt verdient. Hallo Marcel. Hallo. Führen Sie Fähigkeitsketten aus, um Fähigkeitspunkte zu erhalten, die Sie hier im Fähigkeitsshop einsetzen können. Im Fähigkeitsshop wird eine ganze Reihe an Upgrades und Vorteilen angeboten, die Sie mit Fähigkeitspunkten aktivieren können. Dies ist der Festival Boss Tab. Mit diesen Vorteilen können Sie Upgrades freischalten und Gefallen einfordern, um Ihr Festival zu verbessern. Das ist der Fähigkeiten Tab. Mit diesen Vorteilen können Sie leichter riesige Fähigkeitsketten einstreichen. Dies ist der Sofortbelohnungen Tab. Mit diesen Vorteilen erhalten Sie sofort Credits, EP oder Lose.
Ja. Wow, zusätzliche Hupen. Also wenn ich da jetzt nicht zuschlage, dann weiß ich auch nicht mehr. Sofortbelohnung. Tja. Sie haben jetzt Premium-Driver-Tare freigeschaltet. Wenn Sie auf der Freifahrt einen Premium-Driver-Tar entdecken, können Sie ein Kopf-an-Kopf-Rennen starten, um eine große Credit-Belohnung zu gewinnen. Okay. Komm. Yay! VIP Edition, genau das war das, ja. Es wird immer alles direkt verdoppelt. So nice. Alter, das ist alles klar. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie schnell wir waren. Aber der Wagen reagiert trotzdem auf jede Kleinigkeit perfekt und sofort direkt. Wenn man es kann, natürlich! Hilfe! Alles klar. Blitzer haben wir auch mal locker flockig nebenbei geschlagen. Zieht euch das rein bei der Geschwindigkeit. Der Wagen ist unnormal krass. Boah, wie ich das noch gerettet habe. Kann es sein, dass es hier unten irgendwo ist? Warum fahre ich eigentlich immer noch? Ich wollte bei 20 Minuten aufhören. Wir sind gleich bei 30. Okay. So, jetzt ist aber wirklich Schluss, Leute. Ja, jetzt ist wirklich Schluss. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Leute, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt von Forza Motorsport. Forza Motorsport, sage ich schon wieder. Forza Horizon 3, das ist das Spiel, das wir jetzt gerade zocken. Also, wie gesagt, wir hören uns, haut rein und tschüss.